Wunderschönen guten Tag. Wir haben heute die erste gemeinsame Stunde in Systeme und Netze und sind gleich schon im Fernunterricht. Gell? Deshalb habe ich euch diese Vorstellung auf einem kurzen Video festgehalten und nachher besprechen wir das. Ja, um was geht es denn in Systeme und Netze? Gell? Also in Systeme und Netze, da geht es in einem Fach, das wir in der Fachrichtung Informatik und Telekommunikation haben. Wir haben es in beiden Schwerpunkten, also sowohl in Informatik als auch in Kommunikation. Und wenn wir hier schauen, haben wir hier mehrere Fächer, die wir gemeinsam machen. Gell, und Systeme und Netze haben wir 3 Jahre lang, also 5 Stunden in der dritten, 5 Stunden in der vierten und 4 Stunden dann in der fünften. Technologie und Planung. Unser anderes Fach, gell, hat eigentlich einen langen Namen, gell, also Technologie und Planung von informatischen Systemen und Telekommunikationssystemen. Gell, also wir haben hier das Wort Systeme bei Systeme und Netze und wir haben hier auch dieses Wort Systeme, gell, bei Technologie und Planung. Gell, und Technologie und Planung eben 3, 3 und 4 Stunden. Noch dazu haben wir eben diesen fächerübergreifenden Bereich, gell, also fächerübergreifende Lernangebote, die dann in der dritten Klasse bei Technologie und Planung sind, wo wir also noch etwas Bewegungsfreiheit haben. Gell. Ja. Um was geht es denn? Gell? Also es geht bei Systeme und Netze vor allem um 2 Dinge. Gell. Also es geht um diesen Begriff der Systeme, gell, also Systeme, das sind also ja Hardware-Systeme, gell, also Rechnerarchitektur, sagt auch jemand dazu, gell, also die Geräte, die wir im Netz haben, die wollen wir als solche kennenlernen, schauen, was drinnen ist, wie man sie dann auch programmieren kann in ihrer Sprache. Das ist also das, was wir im Bereich der Systeme dann machen wollen und dann im Bereich der Netze eben die Kommunikation, wie wir sie dann auch zum Sprechen bringen, gell? Also damit sie dann nicht nur so, ja, so alleine sind, die armen Systeme, gell? Mhm. Ja, schauen wir mal da, ja, ein paar Stichworte, gell? Also Systeme und Netze, gell? Also 2 Dinge, gell? Also die Welt der Systeme und die Welt der Netze. Und die Welt der Systeme, gell, das ist die Rechnerarchitektur, hat die jemand mal auch so definiert, gell? Und da geht es um mehrere Dinge und wir werden mal klein beginnen, gell? Und klein sind für uns die Mikroprozessoren, gell? Die wir in jedem unserer digitalen Systeme haben, nicht nur im PC oder im Laptop, sondern auch in vielen anderen Systeme, die wir benutzen. Gell? Also das kann zu Hause die Waschmaschine sein, die einen Mikroprozessor hat, gell? Oder auch einen Mikrocontroller vielleicht. Gell? Je nachdem, wie sie aufgebaut ist. Gell? Okay, also die digitale Welt, die wir überall finden. Gell? Und hier wollen wir mal schauen, gell? Woher ist das gekommen, gell? Was ist in diesen Systemen vorhanden und wie kann man das dann auch programmieren, gell? Was ist denn die Sprache, gell? Also weil wir können diesen Systemen zwar gut zureden, jemand schimpft dann auch mal mit diesen Systemen, gell? Aber naja, das funktioniert alles nicht, gell? Wir müssen die Sprache dieser Systeme beherrschen, gell? Und hier werden wir eben verschiedene Generationen dieser Sprachen dann auch anschauen und schauen, was ist denn wirklich die Sprache dieser Systeme und was sind denn dann die Programmiersprachen, die wir verwenden. Gell? Also es ist nicht so, dass diese Systeme unsere Programmiersprache dann auch so einfach verstehen. Gell? Mhm. Ja, also Mikrocontroller, Mikroprozessoren als 2 Stichworte, gell? Und dann noch etwas in Rechnerarchitektur. Wir wollen schauen, wie man also in unseren IBM-kompatiblen PCs, gell, auf Hardware zugreifen kann, gell? Also was also die Sprachelemente sind, um auf Hardware-Ebene etwas zu programmieren, gell? Und ja, wenn wir hier schauen, gell, also die Programmierung setzt bei uns also ganz anders an als in Informatik, weil in Informatik verwendet sie eine
Hochsprache, gell? Okay? Ja, es heißt zwar immer, in der Schule dürfen wir noch Hochsprachen verwenden, gell? Aber in Systeme halten wir uns nicht ganz daran. Und ja, also während ihr in Informatik nur die Hochsprache dann verwendet, verwenden wir auch Assembler, gell? Also die Sprache dann des Prozessors und des Mikroprozessors, gell? Okay, aber das sagen wir nicht weiter, dass wir nicht nur Hochsprache verwenden. So, dann der andere Teil, der Teil der Netze, gell? Jemand sagt auch, da geht es um Kommunikation, gell? Kommunikation in Rechnernetzen. Und das ist eigentlich das große Kapitel des Faches, gell? Also ein Kapitel, das wir heuer starten werden, gell? Vor allem ja, ein bisschen später. Zuerst machen wir mehr Rechnerarchitektur. Und dann wollen wir das heuer starten. Und dieses Kapitel der Netzwerke, das wird uns bis zur Abschlussprüfung in 3 Jahren verfolgen. Gell? Also das wird uns nicht mehr loslassen, diese Netze. Gell? Und ja, was machen wir heuer? Heuer beginnen wir mal. Wir werden schauen, was das alles ist, welche Begriffe wir hier haben, was wir definieren müssen. Gell? Jemand sagt dazu auch, ja, das ist dann ein bisschen die Theorie der Rechnernetze. Und da wollen wir auch schauen, wie wir hier Dinge kodieren können, gell? Also einfache Codes, und diese wollen wir dann auch programmieren, gell? Also wir wollen dann ein paar Codes programmieren, gell? Also kodieren, dekodieren, ja, Fehler einbauen, Fehler suchen, Fehler korrigieren, gell? Also so viele Sachen, die wir dann in der Kommunikation auch brauchen. Gell? Oder die Netze brauchen, die man dann oft nicht sieht, gell? Aber die vorhanden sind. Jo. Und dann gibt es eben auch Instrumente der Netze im Betriebssystem, und da wollen wir ein paar anschauen. Gell? Also wir haben gesagt, oder wir sagen noch in Technologie und Planung, dort geht es heuer ja, über viele Monate rund um Betriebssysteme, gell? Und wir wollen hier dann auch schauen, wie man also mit den Netzwerken in den Betriebssystemen oder mit Betriebssystemmitteln etwas machen kann. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen eine Sprache, gell? Und eine Sprache, da haben wir gesagt, also wir werden die Sprache der Prozessoren und der Mikroprozessoren etwas anschauen. Das ist Assembler, gell? Aber wir werden da nicht ein Jahr lang in Assembler arbeiten, gell? Also das mit Assembler oder auch Maschinensprache, gell? Also das schauen wir dann nur kurz an, um also in der Rechnerarchitektur zu verstehen, wie das die Mikroprozessoren machen und was ihre Sprache sind, gell? Aber als Instrument verwenden wir vor allem die Sprache C, gell? Also C ist eine, ja, ist eine alte Sprache inzwischen, gell? Ist eine Sprache, auf der aufbauend es auch jüngere Sprachen gibt, gell? Und in Java, gell? Java, die Programmiersprache, die ihr in Informatik verwendet, gell? Java kommt irgendwo auch aus der Erfahrung von C und mit C, gell? Und ja, zum Unterschied zu Java oder C++, gell, oder auch C-Sharp, ist C keine objektorientierte Sprache. C ist eine einfachere Sprache, die auch auf ganz minimalen Systemen funktioniert und die vor allem auch die Sprache der Betriebssysteme ist. Gell, also Betriebssysteme oder Zugriff auf die Betriebssysteme, gell, erfolgt in C oder in C-Style, also C-Schnittstellen. Und C ist die Programmiersprache der Hardware und C ist die Programmiersprache der Betriebssysteme. Gell? Also C ist auch nach vielen Jahrzehnten immer noch eine grundlegende Sprache, um die Welt der Informatik aufrechtzuerhalten und um hier eben arbeiten zu können. Gell? Ja, wird man C brauchen, gell? Also es hängt davon ab, was später eure Arbeit ist, gell? Also der eine wird in C programmieren, gell? Oder andere vielleicht in Java, oder andere in C-Sharp, gell? Also die Sprache für alles, gell? Die wollte man in Vergangenheit mehrfach entwickeln, gell? Aber die Sprache für alles, die wird es niemals geben, gell? Ja, kommen wir zurück, gell? Also wir haben gesehen, gell? Das ist Teil unseres
unseres Programms und wir haben da viele Stunden. So, es gibt eine, eine Lernplattform, das Moodle, geil, und hier drinnen haben wir zu Systeme einen eigenen Kurs und dieser Kurs ist also Systeme und Netze, weil ich bin jetzt in Systeme und Netze der 3IA. Dieser Kurs ist nicht geschlossen, jeder kann als Gast hinein, gell? Und somit gibt es einen Kurs für die dritte Klasse mit den Inhalten und das ist eben Systeme und Netze in der 3IA. Es gibt dann auch Systeme und Netze in der 3IB, gell? Was ist denn gemeinsam? Die Inhalte sind gemeinsam und sind im Kurs der 3IA. Getrennt sind aber die Aktivitäten, die wir machen, gell? Also Aktivitäten sind dann abhängig von der Klasse, gell? Also die machen wir ja nicht zugleich, in der gleichen Stunde, immer mit dem gleichen Datum, gell? Also gibt es zwei Kurse mit den Aktivitäten, aber die Inhalte sind im Kurs für Systeme und Netze in der 3IA. So, schauen wir noch weiter, weil was haben wir, was brauchen wir, gell? Also wir brauchen ein Heft, gell? Wir brauchen etwas, um unsere Inhalte festzuhalten, was wir hier besprechen, gell? Also ihr seid dort in der Verantwortung, das, was wir hier auch machen und was wir auch hier in den Videos machen, dann festzuhalten, gell? Weil ihr ja irgendwo dann auch lernen müsst, gell? Und das Problem dabei ist, dass wir kein Schulbuch haben, gell? Also wir haben in Systeme und Netze kein Schulbuch, wir haben in Technologie und Planung kein Schulbuch, gell? Ihr habt auch in Informatik kein Schulbuch, gell? Also zum Lernen braucht ihr etwas, das ihr in der Hand haben könnt, und dort braucht ihr ein eigenes Heft, gell? Also das kann ein klassisches Heft sein, es kann auch als Abschnitt in eurer Ringmappe sein, wenn ihr eine solche verwendet, gell? Also es hat auch schon Schüler und Schülerinnen gegeben, die haben auf ihrem Tablet, gell? Auf dem Tablet oder auf einem Laptop geschrieben, das funktioniert auch, gell? Was nicht funktioniert, gell, das ist das Mitschreiben auf dem Smartphone, gell? Also Smartphone ist zwar eine feine Sache, gell, aber eben zum Mitschreiben, zum Heft führen, ist es einfach, ja, es ist zu klein, gell? Also das, da kann man nicht wirklich arbeiten, gell? Okay, so, also ja, es muss kein Tablet sein, es muss kein Laptop sein, gell? Also es funktioniert auch ein Heft, gell? Ein Heft, das ihr ja für 1,50 Euro in jedem Geschäft bekommt, gell? So, eines also für Systeme und eines für Technologie und Planung. Den fächerübergreifenden Bereich können wir dann in eines der Hefte geben, gell? Also dort kommt nicht so viel zusammen, gell? Mhm. Was brauchen wir noch, gell? Also sehr, sehr empfehlenswert ist, wenn man einen PC oder einen Laptop hat, gell? Das muss kein neuer PC oder neuer Laptop sein, also wenn ein PC oder Laptop vorhanden ist, der Festplatte hat, wo man also Software installieren kann, wo man auch eine Virtualisierung installieren kann und zum Laufen bringen kann, gell? Dann funktioniert das schon, gell? Also die meisten PCs oder Laptops der letzten 10 Jahre funktionieren soweit gut, dass wir für Systeme und Netze und auch für Technologie und Planung in der dritten Klasse alles machen können. Gell? Etwas, was vielleicht am schwersten für diese Rechner ist, ist die Virtualisierung, wenn wir also Netze einrichten, gell? Oder auch vielleicht auch eine Linux-Distribution einrichten, gell? Um dort dann zu programmieren und zu arbeiten, gell? Dann brauchen wir vielleicht zumindest, ich sag mal als Stichwort, 4 GB RAM oder so, gell? Also wer 4 GB RAM hat und einen Prozessor, der auch Virtualisierung unterstützt, gell? Also da, das machen also die AMD-Prozessoren eigentlich alle der letzten 10 Jahre, gell? Und bei Intel ab Core i5, gell? Also funktioniert das eigentlich wirklich gut, gell? Also i3 dann, das ist dann eher so ein leidige Geschichte bei der Virtualisierung, gell? Aber ja, vielleicht kriegt man es dann auch zum Laufen, das ist dann
ist ein Problem. Gell? Was haben wir noch? Wir haben ein Labor, das wir benutzen. Gell? Das ist das Labor 2.20 im zweiten Stock. Gell? Also zweiten Stock, wo die zwei Flügel, Ost- und Südflügel der Schule, sich treffen. Gell? In diesem Labor, da herrscht auch eine Laborordnung mit Regelungen, was man dort alles darf. Gell? Ist das vielleicht mit dem Verbot des Essens im Labor nicht so genau, weil wir ja gemeinsam in der Pause dort bleiben, wo wir sind, gell? Und werden wir dann halt auch im Labor unsere Pause essen und achten darauf, dass wir ja nicht die Brote und was wir alles mit haben in die Tastatur bringen dann, gell? Besonders aufpassen müssen wir im Labor, dass wir die Corona-Sicherheitsbestimmungen einhalten, dass wir also die Instrumente, die wir anfassen, auch desinfizieren. Das ist grundlegend, weil ja das Labor und die Arbeitsplätze im Labor mit anderen Schülern geteilt werden. Gell? Also jemand hat vielleicht vor euch das Labor und den Rechner benutzt. Gell? Deshalb wollen wir und müssen wir den Arbeitsplatz und die Tastatur und die Maus desinfizieren, bevor wir es benutzen und nachdem wir es benutzt haben, gell, damit also unsere Spuren dann auch verwischt werden. Gell? Ja, wir waren gerade drinnen, wir haben diese E-Learning-Plattform Moodle mit einigen Inhalten und Verweisen und Links. Gell? Also es gibt viele Dinge zu unseren Themen im Netz. Nicht alles müssen wir selbst erfinden, es gibt dann auch viele wirklich schöne Sachen. Und dann haben wir Instrumente zum Fernunterricht, etwas, das wir auch heuer leider brauchen werden. Gell? Also wir werden Videokonferenzen machen und ich werde ja versuchen, euch die Inhalte dann auch auf Video anzubieten, wenn wir eben in Videokonferenz sind. Gell? Ja, Schulbuch haben wir leider keines. Gell? Okay, ja, dann kommen wir zurück. Gell? Also hier. Ja, hier steht noch Corona-Wochen vom letzten Jahr, die Videos, gell? Und hier werden wir dann eben beginnen mit unseren Inhalten, gell? Ja, wir haben gesagt, Rechnerarchitektur ist also ein wichtiger Teil, gell? Also das ist dann auch ein Begriff, der definiert ist in der Informatik, gell? Wir haben gesagt, wir werden mit Mikroprozessoren arbeiten, gell? Also das sind Mikro nicht nur klein, sondern Mikro vor allem, weil sie die Funktionalität eines Prozessors auf einem Mikrochip, auf einem integrierten Schaltkreis oder IC implementiert haben, untergebracht haben. Gell? Okay, also das sind dann eben Mikroprozessoren. Alle sind auf einem Chip, gell? Also heute hat man da vielleicht auch eine Einheit aus zwei, drei Sachen oder so, gell? Aber auf jeden Fall, ja, sind das diese Dinge, gell? Also das ist eine wunderschöne Tabelle, gell? Also da 1971 ist das Ganze losgegangen mit wenigen tausend Transistorfunktionen, also Schaltfunktionen auf diesem Baustein, gell? Und wenn wir hinuntergehen, gell? Also heute sind wir hier im Bereich der Millionen, hunderte Millionen, gell? Und eben auch im Bereich der Milliarden Transistorfunktionen, gell? Also das sind dann schon komplexe Systeme. Gell? Ja, Mikrocontroller, dann werden wir sehen, gell? Wir haben dann auch ein Mikrocontroller-System im Labor, mit dem wir hoffentlich dann heuer das also ausprobieren können, gell? Dass wir nicht das ganze Jahr zu Hause sind. Wir haben IBM-kompatible PCs, gell? Also ja, weniger haben andere, gell? Jemand hat vielleicht so ein Apple-System oder so, gell? Das ist dann nicht IBM-kompatibel, aber auf jeden Fall die IBM-kompatiblen PCs sind sehr, sehr verbreitet und darauf werden wir dann auch bei der Programmierung eben unsere Zugriffe machen. Gell? Ob das jetzt ein solches Gerät ist, das vor fast 40 Jahren auf den Markt gekommen ist oder eines von heute, gell? Das spielt also bei diesen grundsätzlichen Hardwarezugriffen dann eigentlich kaum eine Rolle. Gell? Die Programmiersprache, haben wir gesagt, wird vor allem C sein, gell? Und wir werden auch etwas Assembler sehen, um dann
die Architektur der Mikroprozessoren zu verstehen, um dann auch ihre Sprache zu kennen. Gell? Ja, dann nochmal Rechnernetze. Gell? Die Grundlage ist die Kommunikation. Gell? Wie tauschen wir Informationen zwischen den Geräten aus, die teilhaben? Gell? Rechnernetze. Und ein Begriff, den wir jetzt schon öfter gehört haben, ist der Begriff des Systems. Gell? Also, was ist denn ein System? Und diesen Begriff des Systems, gell, also da gibt es sogar einen eigenen Bereich Begriffserklärung, weil dieses System für alles Mögliche und Unmögliche verwendet wird. Gell. Und wir wollen diesen Begriff des Systems etwas anschauen. Gell. Und, jo, und da haben wir das mit dem System etwas vereinfacht dargestellt. Und das wollen wir heute dann auch festhalten. Gell? Okay, also festhalten, auch aufschreiben. Gell? Was ist denn ein System? Gell? Also ich habe es ja Systeme auch vielleicht in Biologie schon besprochen oder in Chemie, gell? Dass es da so Systeme gibt. Gell? Und habe es das auch definiert. Gell? Und wir wollten hier eine Definition festhalten, die so lautet. Gell? Also ein System ist eine abgeschlossene Einheit, gell? Also etwas Ganzes, etwas, das auch eine Grenze hat, gell? Und ja, die Mathematiker würden dann dazu dann auch sagen, ja, Moment, dieser Begriff, gell, das ist auch der Begriff der Menge, gell? Und eben das, was eben die Menge ist, die ja auch irgendwo abgeschlossen hat und man weiß, was ist in der Menge und was ist nicht in der Menge, gell? Das haben wir auch im System, gell? Also etwas ist im System oder ist eben nicht im System und da gibt es eben mehrere Dinge, die drinnen sind und das sind die Teile, gell? Also das ist eine Einheit aus Teilen, gell? Die Mathematiker würden sagen, das sind die Elemente, gell? Und das System hat meistens irgendwo Ein- und Ausgänge. Gell? Also das System kann etwas lesen, wird von etwas beeinflusst. Gell? Die Funktion des Systems ist nicht nur in sich selbst abgeschlossen, sondern reagiert auch auf irgendwelche Einflüsse von außen. Gell? Und ein System ist auch nicht nur in sich selbst abgeschlossen und hat keinen Einfluss auf das, was außen ist, also hat es auch Ausgänge. Gell? Also man hat Ein- und Ausgänge. Und wir Informatiker, wenn etwas so Ein- und Ausgänge hat oder so, dann sprechen wir auch davon, dass es Schnittstellen sind, gell? Und ja, und Schnittstellen, gell, da kann man etwas bekommen, was wir verarbeiten oder auch etwas zurückgeben, gell? Und ja, dieses System, das hat Aufgaben, es hat Funktionen, gell? Okay, also die Mathematiker würden dann jetzt gleich schon schreiben, f von x, gell? Also das ist jetzt ein System, das etwas ausrechnet, gell? Es hat einen Eingang, das x, gell? Und das Ergebnis ist dann f von x, was zurückkommt, gell? Also eine mathematische Funktion könnten wir somit auch als ein System bezeichnen, gell? Also man kann dann eine physikalische Wirkung haben, gell? Also man kann hier alles Mögliche hineingeben, gell? Was aber interessant ist, gell? Also das System, gell, das muss es irgendwo geben. Gell? Das ist etwas, auf dem aufbauend wir dann vielleicht etwas ausrechnen. Gell? Also die Physiker, gell, die haben auch nicht gesagt, also die Beschleunigung, die ist, gell, weil die sind auch beim Apfel gestartet, beim Newton. Gell? Beim Newton, da ist ihm der Apfel auf den Kopf gefallen. Gell? Oh, und dann hat er seine Newtonschen Gesetze aufgestellt. Gell? Okay? Also der Apfel und die Gravitation, gell, durch die Erde. Das war also die Grundlage der weiteren Entwicklung. Gell? Also Apfel und Erde sind auch hier also ein System gewesen. Und der Newton hat das dann beschrieben, dieses System. Er hat es als Modell dargestellt und hat dann die Funktionen gefunden. Gell? Okay. Und da gibt es auch Ein- und Ausgänge. Gell? Es gibt die Masse des Apfels und die Masse der Erde. Gell? Und beide zusammen erfüllen dann eine Funktion, gell, und das ist, kann man dann physikalisch beschreiben, gell. Und ja, wir machen das dann auch manchmal, gell. Und wir haben ganz verschiedene Systeme, gell. Also das war jetzt eine vereinfachte Darstellung, wer
das dann auf Wikipedia liest, gell? Dort ist das etwas schöner und allgemeiner beschrieben dann, gell? Und da sind auch ganz viele Beispiele, was hier alles als System bezeichnet wird mit dann verschiedenen Eigenschaften des Systems, gell? Wir wollen einfach selbst mal schauen. Ich habe es ja Biologie gehabt, gell? Also Biologie und Erdwissenschaften im Biennium, gell? Da habe ich auch von Systemen gesprochen, gell? Habe dann vielleicht vom Wald gesprochen, mit den Bäumen und dem Boden und den Pilzen und was dort alles zum System Wald eben dazugehört, gell? Also der Wald ist ein Ganzes und da sind verschiedene Elemente drinnen. Und ja, man weiß, gell? Also wenn man die Pilze hier sammelt, gell? Das ärgert nicht nur den Bauer, gell? Das kann dann auch den Bäumen schaden, gell? Also weil wir das System dann stören, gell? Oder ein anderes System, gell? Also Räuber, Beutetiere, gell? Also wir haben in Südtirol inzwischen ja einige Räuber, die unterwegs sind, gell? Und die Räuber, gell, die fressen dann die Beutetiere, gell? Und ja, das ist dann eigentlich nicht erwünscht, gell? Also wir schicken die Schafe nicht auf die Alm, damit sie gefressen werden, gell? Okay, das ist ja nicht das Ziel, gell? Aber trotzdem kann man dieses Ding der Räuber Beutetiere, gell, als Modell da darstellen, gell, und dann auch mathematisch berechnen, gell, okay. Oder ein anderes System, mit dem wir dann arbeiten können, gell, das ist das, ja, das Klima. Wir sprechen dann oft von Klima oder Klimawandel, gell, oder vom Wetter, gell. Also ja, das Klima ist ein sehr, sehr komplexes System und da werden Berechnungen gemacht, die sind sehr schwierig und ja, und sehr aufwendig, gell? Und da braucht es große Rechner, gell? Und auch sehr, sehr komplexe Modelle mathematischer oder informatischer Natur, um hier überhaupt Ergebnisse zu bekommen, gell? Wenn wir nicht das Klima als System betrachten, sondern das Wetter, gell? Also schauen, wie das die nächsten Tage ausschaut, gell? Das ist dann auch kompliziert, gell? Aber das beherrscht man häufig sehr gut, gell? Also sehr ja, zeitnahe Vorhersagen, gell, die kann man auch ja, kann man treffen, die trifft man auch, das kann man ausrechnen aufgrund von Modellen, die man jetzt hat, gell. Und ja, das ist also eine sehr, sehr gefragte Sache. Jeder will wissen, wie das Wetter morgen ist, gell, weil wenn es schön ist, dann wollen wir auf den Berg gehen, gell, ein bisschen wandern oder so, gell. Und ja, wenn es nicht schön ist, dann haben wir mehr Zeit für den Fernunterricht und zum Lernen, gell. Okay, also deshalb ist das Wetter und die Berechnung des Wetters, die Wettervorhersage, eine sehr wichtige Sache dann auch für uns in der Schule, gell? Oder ein anderes System. Ich habe es ja Chemie gehabt, 2 Jahre lang, gell? Und da habe ich es eben gelernt, da gibt es eben diese Elemente, gell? Und diese Elemente im Periodensystem, gell? Also das sind dann unsere Atome, gell? Und das hat man auch nicht nur von heute auf morgen entdeckt, gell? Weil man hat ja lange das Gold produzieren wollen, gell? Und die Produktion des Goldes hat halt nicht so funktioniert, gell? Das waren die Alchemisten, das waren keine Chemiker, gell? Und dann hat man die Elemente langsam entdeckt, die Atome, gell? Hat sie angeordnet in einem Periodensystem mit vielen Eigenschaften, gell? Und man kann sagen, das ist die Grundlage der Chemie, gell? Also diese vielen Eigenschaften, die wir hier dann auch festhalten, die ihr gelernt habt, gell? Und dieses Ganze, ihr bildet hier das System, aus dem wir bestehen, aus dem wir die Moleküle zusammenbauen. Und in der Biologie habe ich dann auch eben dann die Zellen gemacht und alles. Das ist dann ja eine sehr schöne, aufregende Sache, gell? Aber die Grundlage, das ist das da, gell? Das Periodensystem aus den Elementen, aus denen wir und alles, was uns umgibt, gemacht sind, gell? Also es gibt eben häufige Sachen oder weniger häufige Sachen, gell? Aber das ist eine sehr aufregende Sache. So, es sind Dinge aus den vergangenen Jahren, gell? Und es gibt auch Systeme, die wir betrachten, gell? Also in der Informatik, gell? Also ja, wir haben gesagt, Rechnerarchitektur macht man, gell? Jemand sagt auch, das ist ein ja, Rechensystem oder ein Rechnersystem vielleicht, gell? Und
Wir sprechen von einem System, wenn es ein Netzwerk ist, gell? Also dort kann man die Beziehungen auf Kabelebene sehr schön darstellen, gell? Und die Kommunikation dann darstellen, gell? Also jemand spricht dann auch vom Wireless-Kabel, auf dem er dann etwas darstellt, gell? Oder ja, das ist ein sehr komplexes System oder ein anderes System, wo das dann auch im Namen ist, das ist das Betriebssystem, gell? Also das Betriebssystem, das gibt es dann. Ja, es gibt es zu kaufen, gell? Und wir haben da vielleicht auch einen Träger, wo es drauf ist, gell? Vielleicht auch nicht mehr, dass man keine DVD mehr bekommt oder CD oder Diskette. Gell? Das Betriebssystem, das ist dann eben auch Software, gell? Aber man spricht trotzdem von einem System. Das ist zwar ein komplexes System aus vielen Teilen, die alle Software sind und die alle ihre Funktion haben, damit dann unsere Anwendung dann auch arbeiten können auf einem solchen Rechnersystem. Gell? Ja, und was wir dann noch ein bisschen schauen werden, gell, aber eben nicht auf den Gipfel treiben, es gibt Eigenschaften der Systeme. Gell? Es gibt also Eigenschaften, die in der Elektronik, in Telekommunikation wichtig sind. Gell? Das ist eben die Tatsache, ob ein System zum Beispiel stetig oder diskret ist, gell? Ob eine Welt analog oder digital ist, gell? Und in Telekommunikation werdet ihr mit einer analogen Welt, einer analogen Elektronik starten mit Elektrotechnik und im zweiten Semester wird das Ganze dann digital werden, gell? Und wir, die wir mit einem bestehenden Rechner starten, gell, können dann schon gleich sagen, ah, okay, das ist etwas Stetiges, gell, oder etwas Diskretes, gell. Also da haben wir dann auch verschiedene Daten, die wir brauchen, wenn wir das programmieren, gell. Also stetige Daten darzustellen ist etwas anderes als diskrete Daten, gell. Also stetig können wir sagen, sind also Dinge, die wir mit reellen Zahlen darstellen können, gell. Diskrete Sachen können wir nicht mit reellen Zahlen darstellen, gell? Oder Systeme, gell? Da spricht man auch von endlich oder unendlich, gell? Wie groß ist das System, gell? Wie viele Funktionalitäten, wie viele Elemente, gell? Oder wie lang läuft es auch, gell? Also da haben wir auch mehrere Aspekte der Endlichkeit oder Unendlichkeit, gell? Oder Systeme, die statisch sind, gell? Also die, ja, die Brückenbauer, gell, also eure Kollegen in der Fahnenstraße, gell, wenn die ein Gebäude bauen oder so, dann sollte das dann auch möglichst stehen bleiben. Gell, also Gebäude sollen hier nicht davonlaufen, gell, und Brücken sollen nicht einstürzen. Gell. Also da gibt man die Statik ausrechnen, dann gibt es auch einen Beruf, das ist der Statiker. Gell, also hier wollen wir ausrechnen, ja, was es braucht, damit die Dinge stehen bleiben. Gell? Oder dynamische Systeme. Gell? Also ihr habt in der ersten Klasse Physik gemacht, Bewegungslehre, da habt ihr den Drexler gemacht. Gell? Und der Drexler, gell? Das ist ja der Drexler und seine Bewegung, gell? Das ist etwas Dynamisches. Gell? Und davon können wir dann ein Modell bilden. Und mit dem Modell können wir dann rechnen. Gell? Okay? Und ja, viele Systeme, die es gibt, die es physikalisch gibt, sind eigentlich dynamische Systeme, gell? Ja, das sind so Dinge, mit denen wir uns heuer beschäftigen werden, die Grundlage sind, gell? Also das Erste, ganz wichtig festzuhalten, was ein System ist. Ja, das Ganze werden wir dann besprechen und wir treffen uns dann.